Ja, also es ist auch Erleichterung und es ist vor allem große Freude, dass die Synode dann im dritten Wahlgang eindeutig votiert hat und mir das Vertrauen ausgesprochen hat. Und das ist schon Dankbarkeit und gleichzeitig merke ich auch einen großen Respekt vor der Aufgabe. Also die Freude geht parallel mit der Ehrfurcht vor der Aufgabe, die jetzt vor mir liegt. Das Propstamt ist vor allem Begleitung von Gemeinden und von Mitarbeitenden. Das alte evangelische Verständnis, Pastor Pastorum, für die, die immer zuhören, denen auch zuzuhören. Und erweitert sich natürlich durch die ehrenamtliche Leitungsstruktur in unserer Kirche darauf, dass auch die, die ehrenamtlich leiten, in Gemeindekirchenrat, in der Kreissynode, von dem Propst Begleitung erwarten dürfen. Und das ist meine Aufgabe und auf die freue ich mich. Die Schwierigkeit ist, wenn ich mit meinen Vorstellungen in diese Aufgabe hineingehe, könnte es sein, dass ich an denen vorbeigehe, die ganz klar wissen, was jetzt die Aufgaben sind. Ich habe Beobachtungen, ich sehe, dass in vielen Kirchenkreisen wirklich Aufbruch spürbar ist. Den würde ich gerne bestärken und begleiten. Die erste Aufgabe wird aber sein, die Gemeinden zu besuchen, die Kreissynoden zu besuchen, mit den Superintendentinnen und Superintendenten zu sprechen und genau hinzuhören, was vor Ort wirklich Thema ist.